Von diesem Holz muss ich denn sammeln? 5 Stück? Hi. Hier 5 haben wir da oben. Fischjob, hi. Wie geht's dir? Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Alles gut bei dir? Krieg ich einen Keks? Klar kriegst du einen Keks. Kannst ein Stück von Wolfi haben. Der freut sich immer drauf, wenn man ihn beißt. So, 4, 5. Haben wir das auch alles? Godfreys Kristallzielfernrohr brauche ich noch. Lord Walden und Lord Godfrey muss ich noch besiegen. Und dann haben wir es geschafft. Also ja hier kein Problem. Kekse gibt es heute gratis. Aufheben gebunden. Habe ich die nicht schon? Wenn ich schon in der Bank habe. Dann könnte ich das theoretisch für ein Mock-Set verwenden, das ganze Ding. Oh, wo sitze ich denn jetzt hier in der Kamera? Das sieht man ja gar nicht. Positionieren hier. In die gemütliche kurz vor 10 Haltung gehen. So, dass man mich gleich gar nicht mehr sieht. Wolfi verteilt wohl keine Kekse mehr im Chat. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich glaube, du musst ja selber einen besorgen. M verrutscht, ja. Habe ich gesehen. Vielen Dank für die Mitteilung. Ich habe letztens mal gestreamt und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, wie das passiert ist, da war eine Lautstärke vom Mikrofon, ein Rauschen im Hintergrund. Ich habe das vorher bestimmt 50 Mal getestet, ob das alles passt. Und dann kam das Rauschen und ich wusste nicht, warum. So, den möchte ich entzaubern. Kannst du ignorieren. So, I am now AFK, bis später, wenn du noch streamst. Hau rein. Warum bringt das Ding 300 Gold im Auktionshaus?
Glaubt mir doch kein Mensch, wenn ich ihm das erzähle, dass ich so einen Teil für 300 Gold verkaufe, so einen hässlichen Umhang. Weil er rot ist? Der bringt gar nicht so viel. Ich habe damit eigentlich gerechnet, dass der mehr bringt. Nur alle im Besitz. In der Bank habe ich schon einen, also kann ich den entzaubern. Das rote Kettenset habe ich mir denn gesammelt. Jetzt läuft Theme Hospital im Hintergrund. Immer wieder für eine Überraschung gut, dieser Soundtrack. Dann ein feines. Ein Bogen. Kann ich auch zum Morgen verkaufen. Alles mitnehmen, alles ins Auktionshaus stellen, wenigstens einmal. Wenn es verkauft wird, ist gut, wenn nicht, dann kannst du es immer noch entzaubern. So macht man dann seine Kröten. So mache ich Kröten mit Klöten? Klöte? Klingt alles irgendwie falsch. Marv, hast du heute schon deinen Trade Skill Master das AHA scannen lassen? Also ganz ehrlich, ich habe Trade Skill Master drauf und ich habe diese Desktop-App installiert quasi, damit ich den, damit er das irgendwie automatisch scannt und mein Trade Skill Master eigentlich gar nichts mehr machen muss, dass ich quasi gar nicht mehr da ins Ingame rein muss. Aber sonst habe ich noch gar nichts gemacht mit dem Addon. Ich weiß nicht, wie man das bedient. Ich stelle alle meine Auktionen immer noch von Hand ein und das ist alles irgendwie noch ein bisschen schwierig für mich. Das musste ich eigentlich nochmal alles einstellen. Da gibt es so ein Tutorial-Video, das ich angefangen habe zu schauen, aber ich habe es noch nicht zu Ende geschaut. Also da ist einiges noch, was gemacht werden muss, bevor ich das Teil richtig nutzen kann. Irgendwann macht er das dann alles automatisch, aber im Moment mache ich nur alles per Hand. Ganz oldschool-mäßig. Nicht mal Auktionier habe ich drauf. Ja, doch, aber nicht aktiviert. Nee, dem. Raus aus der Suppe. Was haben wir da bekommen? Feines Lederarmschienen. 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer. Also die sind gar nicht so viel schlechter als meine jetzigen. Und kritische Trefferwahrscheinlichkeit. Nehme ich die aber mal mit da. Leg die sogar an. Willst du diese Dinger löschen? Ja. Welches Spiel spiele ich gerade? Aktuell World of Warcraft. Kennst du das? Xam. One Xam 2. Im Hintergrund läuft der Soundtrack von Theme Hospital. In einer Low-Level-Inni, damit ich hier noch eine Quest machen kann für meinen Jäger. Aber da ich quasi über dem Instanzen-Level schon raus bin, das quasi alleine machen. Nur ich und meine Klöte zusammen. Mein Affe hier. Kenn ich, hast du nicht erkannt. Ja. Das ist World of Warcraft. Aber so ein richtig gutes Grafik-Update noch nicht dabei. Wobei die jetzt mit Warlords of Draenor schon auf jeden Fall neue Models eingefügt haben von den Spielercharakteren. Das ist schon ganz gut. Einige der ganz alten Models einfach schon rausgenommen haben. Aber der Knaller ist es halt grafisch noch nicht. Aber die Eiskältefalle hat eine neue, ja, was sagt man da, Textur, neues Erscheinungsbild. Fallout Shelter, ja, da muss ich morgen, also morgen Vormittag, das steht schon fest bei mir, mache ich neue Fallout Shelter-Folgen. Kommt erst irgendwann ins Stream. Morgen Nachmittag kommt Batman. Aber ansonsten kommen morgen wieder neue Fallout Shelter-Folgen. Ich hoffe, meine Leute sind nicht alle verhungert und
durchgedreht und völlig verstrahlt, weil ich jetzt ein paar Tage nichts gemacht habe. Aber es könnte natürlich sein. Haben wir uns auch noch hier. Sam, hast du auch schon Fallout Shelter selber gespielt? Gibt's ja jetzt für Android und für iPad, iPhone, Apple. Links. Bin du bei mir? Mann mit den coolsten Kanonen, ne? Hätte ich auch gern. Solche, die da so draufballern. Hab ich aber nicht. Geht das nicht? Den möchte ich drücken. Geht nicht, weil... Geht nicht. So. Nun gut. Keine Ahnung, warum es nicht geht. Hast noch nicht viel. Ja, das kommt alles mit der Zeit. Es hat auch ewig gedauert, bis ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin mit meinem Fallout-Shelter. Marv, zockt nur schade, dass du auf vielen Androids nicht funktioniert. Ehrlich? Das ist ein Schade. Zu lange waren wir von Mauern umgeben. Mein Problem. So. Revoir-Instanz war nett mit mir. Bei dir funzt es, das ist... Bin ich jetzt erst wieder in der Warteschlange drin? Ehrlich? Ja. Oh je. Nee, 16 Minuten. Müsste eigentlich gleich losgehen. Sucht ihr was Bestimmtes? Ja, hier. Schau da mal. Ne? Das alles. Das Licht segne euch. Nein, jetzt. Was wollte ich denn machen? Ich wollte hier nochmal verkaufen. Ja, das hier zum Beispiel und das hier. Kommt in die Gildenbank. Bringt das am Auktionshaus 36 Gold. Äpfel will auch keiner. Oder noch Äpfel. Noch alles so schön in künstlicher Form. Apfelpulver. Ja, das war's, ne? Ne, den noch. Und den. Räucherschinkensteak. Klingt nicht schlecht. Oh, ich hab Post. Ein Hemd verkauft für 174 Gold. Nice. Oh, jetzt habe ich schon 387 Gold. Katsching, da klingelt die Kassen. So, was haben wir hier? Eine Ledertasche. Mit rein. Ehre dem König, Freund. So. Kann ich alles noch nicht? Wieder auf 41. Habe ich den denn doppelt? Das sind Sachen, die irgendwann eventuell nochmal Geld bringen könnten. Eventuell mit Glück. Man weiß es nicht. Den kann ich doch hier. Ding, weg damit. Beweglichkeit 5 Ausdauer. Auch in Schulterstücke. Leder brauche ich auch nicht mehr. Er trägt dann heutzutage noch Leder. Bam, 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 bam. So. Sachen, die weg können, kommen. Mit rein. Auch eindeutig mehr Bankfächer. 25 Gold. Ach, das ist gleich aus der Portokasse, dem ich gerade so viel eingenommen habe. Nächste. Machen wir 25 Gold oben drauf. So, jetzt habe ich gleich sehr viel mehr Platz. So, und dann da alles rein, was wir haben. Edel den.
später noch rein. Den behalte ich im Inventar. Für. Ah, nichts ist. Gott. Gott, der kommt auch. Den behalte ich aber im Inventar. Die Schuhe. Halte ich auch im Inventar. Vielleicht kann man die noch später nutzen. Den Ring. Kann man noch nicht entzaubern. Der kommt auch rein. Gekauft. Du blaue Schultern. Auch rein. Was ist das für ein Add-on, wo du siehst, was das ganze Zeug im AH wert ist? Und das ist Trade Skill Master. Warte mal, vom Trade Skill Master ist das die Desktop-App. Ja. Buchse ich hier mal ein Mikrofon. So, ich poste dir mal den Link im Chat. Da kannst du es dir mal angucken. Was ist das? Ach ja, schau mal. 11 Beweglichkeit, 11 Ausdauer. Das sind auf jeden Fall die besseren. Die behalte ich dann auch drin. Vielleicht ist das ja auch was für dich. Das ist ziemlich cool. Das scannt dann irgendwie den aktuellen Marktpreis quasi und liest das aus irgendwelchen Datenbanken aus. Dann brauche ich das gar nicht mehr von Hand scannen. Macht er quasi jedes Mal, wenn ich meinen PC starte. Ja. Das ist natürlich blöd, weil wenn, also die, das sind natürlich alte Preise quasi, die ich mich dann da verlasse. Müsste man eigentlich öfters machen am Tag, damit man da einen reelleren Wert bekommt. Weil gerade am Wochenende schwanken die Preise ja wie blöd.